Heute ist der Tag des Waldes. Deutschland ist ein Waldland, denn mehr als ein Drittel der Fläche in unserem Land ist mit Wald bedeckt. Übrigens mit 90 Baumsorten und mehr als 1200 Pflanzensorten. Das heißt, der Wald hat unglaublich viel und ist ein Alleskönner, denn er ist die Lunge des Landes, er arbeitet wie eine Klimaanlage, man kann sich im Wald erholen und er ist auch noch ein Wirtschaftsraum. Dass dies alles so ist, hat zu tun mit der Arbeit von mehr als 2 Millionen Waldeigentümern in ganz Deutschland, die zum Teil auf kleinsten Flächen dafür sorgen, und zwar seit Generationen, dass es Bäume gibt. Um den Wald ist es allerdings zurzeit nicht gut bestellt. Den sauren Regen hatten wir bekämpft, aber dann kamen Stürme, es kam die Dürre und der Borkenkäfer. Darauf haben wir jetzt auf Bundesebene reagiert und zum Beispiel Gelder zur Verfügung gestellt, um auch gerade den kleineren Betrieben zu helfen. Das war Holz aus dem Wald zu bekommen, aber auch neue Bäume zu pflanzen, und zwar hin zu einem Mischwald. Denn das ist das Beste, was es an Waldkultur auch geben kann. Und wir sorgen dafür, dass wir auf Bundesebene mehr darauf achten, auch Holz als Baustoff einzusetzen. Das könnt ihr auch tun. Das kann eigentlich jeder von uns tun, wenn er irgendetwas an Bauvorhaben vor sich hat. Von daher, an diesem Tag des Waldes kann man vieles planen, aber in jedem Fall sollte man eines tun: in den Wald gehen. Es lohnt sich. Tschüss.